Ah, sehr schön. Das kann aber nicht wahr sein, oder? Jetzt hat das Scheißprogramm endlich mal funktioniert. Das aufzuzeichnen. Jetzt schmiert das Scheißspiel wieder ab. Boah, ey. Ein Grund mehr, Battlefront nicht zu kaufen, weil es auch von EA ist. Wer so eine Scheiße programmiert, ne? Marktführer. Aber ein Spiel rausschicken, was ein Schweinegeld kostet, mit jeder Erweiterung noch mehr Geld kostet. Und trotzdem nicht funktioniert. Hervorragend. Da kaufe ich mir für 5,99 € lieber einen Indie-Titel, der läuft. So. Herzlich willkommen zu Sims 4 übrigens. Solange es das noch auf diesem PC gibt und noch nicht runtergeworfen wurde. Kriege hier noch Füße davon, ey. Drücke F4, um die Galerie zu öffnen. Am liebsten würde ich gerade mal Alt F4 drücken. Und zwar nicht, um die Galerie zu öffnen, sondern um Menschen aus dem Fenster zu schmeißen. Brennend. Und sie dann auszulachen. Mann, ich kriege gerade ein bisschen Gefühle. Merkst du, ne? Auf jeden Fall. Mal kurz überlegen. Was könnte denn gleich kommen? Vielleicht, Zoe möchte zur Arbeit gehen. Möchtest du sie begleiten oder sie vielleicht lieber alleine losschicken? Wie viele Male sind das schon gekommen? Zweimal. Und wenn ich mich nicht irre, rennt Bella gleich nackt nach draußen und will mit ihm. Irgendwas läuft da falsch. Ja, sie ist nämlich schon zur Arbeit. Hat der Auto. Ist zur Arbeit, ja. Ist nicht zur Arbeit. Sie ist noch nicht auf dem Heimgrundstück. Jetzt rennt sie auch noch raus. Das ist witzig. Das heißt, das Spiel reagiert ja tatsächlich random. Oh, sie muss zur Arbeit. Möchten wir sie begleiten? Nein. So. Nachdem wir jetzt unsere sämtlichen Aggressionen rausgelassen haben, würde ich sagen, wird es Zeit für eine leckere Tasse Kaffee. Emilia Grace hat sich auch umgezogen. So. Stößchen. Alter, dieser Strich in der Landschaft, ne? Man könnte meinen, irgendwann bricht sie durch. Einfach so in der Mitte. Und sie nicht. Ela, was ist das? Das ist Amelia irgendwas. Ah, oh, es ist weg, sehr schön. Ich dachte schon, ich würde irgendwie erblinden oder so. Gucken wir uns doch lieber das hier an. Sieht man sehr viel von. Wir wollen keine Pixel sehen. Wir wollen keine Pixel sehen. Wir wollen. Du willst keine 25 Pixel haben. Das sind mehr als 25. Jetzt vielleicht schon. Hi, na du? Kleine Zuckerschnute? Tüp. So, was? Über Bruchrechnung reden? Nee, lieber nicht. Wieso ist er eigentlich zur Schule gegangen? Ich würde mal sagen. Weil er selbst zur Schule gehen wollte. Faulenzen. Es ist mir egal, was der will. Der wird jetzt auf jeden Fall, der wird ein schlechter Schüler. Haben wir doch beschlossen. Und du weißt doch, wir formen unsere Kinder so, wie wir das wollen. Dafür sind sie ja da. Tabea schnurchelt noch ein bisschen. Ja, und Bella geht jetzt erstmal zur Arbeit. Geht's auch mal ein bisschen Dankeschön. Das sieht irgendwie aus. Das erinnert mich an irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Eine Stimmgabel. Eine. Liebesbrief. Wilbur schnappt sich sein Mittagessen aus dem Rucksack und entdeckt etwas Rotes darin. Es ist ein herzförmiger Zettel, auf dem "Du bist süß" steht. Er glaubt, dass. Ich will das nicht. Fragt er es oder wartet es einfach ab? Ist er schüchtern oder ist er vorlaut? Es ist Wilbur. Der soll der Hellste sein. Diejenigen, die nicht die Hellsten sind, gehen drauf zu. Darf ich jetzt auch mal vorlesen? Spiel, ich möchte gerne Ja. hier vielleicht was machen und hör auf mir hier irgendwie. Amelia Gratz ist mit ihrem neuen Projekt bereits im Rückstand. Soll sie darauf bestehen, dass alle länger arbeiten oder ihren Chef überzeugen, dass sie mehr Zeit braucht?
Heute noch? Nee. Okay, dann bis morgen. Ciao. War ein Scherz. Wobei, so vermurkst, wie die Folge heute ist. Ist doch. Heute nicht mehr. Die sollen heute nicht fertig werden. Also um Zeit bitten. Genau. So, dann schauen wir doch mal, was das hier ergeben hat. Das Mädchen ist alleine, da sie noch nicht viele Freunde hat. Aber Wilbur, ich kann nicht mehr lesen. Kannst du das bitte vorlesen, Schatz? Ich bin ein bisschen überfordert hier. Aber als Wilbur den Zettel zeigt, missversteht das Mädchen sie und sagt, sie? Wilbur ist also ein Mädchen scheinbar. Offensichtlich. Was haben wir nur falsch gemacht, Eda? Irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Okay, also es ist auf jeden Fall gut gelaufen. Und er ist beschämt. Und erwürgt das Kind wahrscheinlich jetzt gerade. Warum ist er schon wieder vor der Schule? Achso, weil beide zurück sind. Der Chef von Amelia Grace dankt ihr, dass sie ihn auf den engen Zeitplan hingewiesen hat und gibt dem Team mehr Zeit. Amelia Grace steht sowohl bei der höheren Führungsebene als auch bei ihren Untergebenen als Heldin da. Oh, sie ist eine Heldin. Sie sieht auch aus wie eine Heldin. Wow. Hey, Hausaufgaben machen. Nein. Mit Jeff plaudern. Ja. Aber Jeff, genau, Hausaufgaben machen, klingt eine gute Idee. Was ist denn heute los? Irgendwie klebt deine Zunge am Gaumen fest. Ranzig, jedoch vitaminreich. Wilbur ist heute mit der Schule fertig. Er hat eine zufriedenstellende Leistung erbracht. Aber die Landgrab-Grundschullehrerin sind der Meinung, dass er sich die Arbeit schnell verbessern könnte. Ich will das aber gar nicht. Wahrscheinlich ein hochintelligentes Kind, was wir jetzt gerade verkommen lassen. Können wir die Hausaufgaben nicht einfach wegschmeißen? In die Mülltonne oder so? Kommen wir links auf den Kühlschrank, da kommt er nie wieder dran. So. Was ist das hier? Ein Orangensaft. Erstmal rein damit. Der auf das Kind zu quälen. Kipp den O-Saft übers Kind. Boah, diese Frequenzen, die gehen einfach gar nicht, ey. Boah. Oh, da möchte ich mir, also ich könnte mir echt Schöneres vorstellen als Kindergeschrei. Ich weiß nicht, wie zum Beispiel Haut einritzen und dann abziehen so ganz langsam. Das ist, glaube ich, schöner als Kindergeplär, ey. Boah, oder weiß ich nicht. Nadeln unter die Zehennägel schieben oder sowas. Oh, wäre das jetzt schön. Boah, das, ja, ja. Es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es geht einfach partout nicht. Haha, du machst Hausaufgaben, du Lutscher. Du bist ja voll schwul, dass du deine Hausaufgaben machst. Ey, lern, Alter. Nee, wie heißt das jetzt heutzutage? Wie sagt man? Junge. Junge, genau. Hat sie ja gestern schon irgendwie. Witzig, das kriege ich noch hin. Was macht denn jetzt? Keine Ahnung, wahrscheinlich das Kind bejungen. Nee, er holt sich noch einen neuen O-Saft. Oder tatsächlich einen Buntbarsch. Natürlich. Ein Hungerhaken wie er muss natürlich Wert auf eine ausgewogene Ernährung legen. Oh, Jeff hat seine Hausaufgaben. Alter, wie schnell ist denn der? Machst du das dir? Es ist Geld nach Hause gekommen. Sie hat 392 verdient und 584. Ja, du lachst jetzt gerade darüber, weil ich gesagt habe, es ist Geld nach Hause gekommen. Ganz genau. Ich kann nichts dafür, ich bin halt ein bisschen behindert. Es tut mir leid. Boah, tu was mit dem Kind. Mach. Guck mal, das sind 5 Dollar, die da liegen. Mach doch einfach alles mit dem, nur bring es zum Schweigen. Ich will nie wieder ein Kind kriegen. Sagte er und bedachte dabei nicht, dass wir das machen müssen. Bis zur 10. Generation. Ich muss gar nichts. Wieso kann ich das nicht da reinräumen? Weil ich das da reinräumen kann. Verwirrend. Es leckt auch zum Glück gar nicht. Ist auch schon wieder eigentlich unglaublich, ne? Wie unglaublich schwierig das sein muss, ein Item mit der Anzahl 10 in einen Kühlschrank zu transportieren. Das dauert so, bei EA dauert das mal 2 Sekunden. Nicht? Das ist. Ja. Sind ja auch schwere Bananen zum Beispiel. Aber mittlerweile nicht. Ja, nur noch so lange. Bis Sims 3 hat es länger gedauert. Ich frage mich immer noch, warum wir das eigentlich machen. Weißt du das? Warum sind hier noch Hausaufgaben in der Welt? Im Inventar.
Hat Bella? Achso, Bella ist auch. Haben die alle so kurze Arbeitszeiten oder bin ich irgendwie ein bisschen dülle? Das kam mir jetzt irgendwie vor, als ob die nur 2 Stunden weg waren. Da ist Kurzarbeit halt. Was macht er sich da Leckeres? Gar nichts. Da ist Essen drin. Okay. Ja, also. Scheinbar hat er wohl nicht so viel Hunger gerade. Doch, eigentlich schon. Ist ihm jetzt auch wieder eingefallen. Ach, ich hatte ja noch was zu essen in der Mikrowelle. Wie kommt denn das? Ah, wie das duftet, wenn es frisch aus der Mikrowelle kommt. Warm und lecker. schmeckt wie Döner. Riecht auch wie Döner. Ist aber keiner. Boah, kann man die vielleicht auch irgendwie abstellen? Die labert ihm jetzt gerade ein Kotelett an die Backe. Und Bella steht immer noch da rum. Oh. Und wacht über Zoe, okay. Erstmal verarschen. Wobei wäre doch witzig, jetzt einmal so richtig schön hinten reintreten. Patsch! Das war ja voll lustig. Ich habe den jetzt nicht verstanden. Warum war das jetzt saures? Geh mal joggen, du wirst dick. Ich habe das Gefühl, Bella wird auch dick. Geh mal joggen. So. Könnt ihr nicht mehr loslegen? Ihr könnt auch beim Joggen labern. Abbrechen. Hör auf jetzt! So, joggen gehen. Hopp, hopp. Schüttel deinen Speck. Schüttel deinen Speck. Schüttel deinen Speck. Ist witzig, wie das so in Schichten an dem Glas klebt, ne? Oh, was? Musik? Tabea Winquist wird heute ein Kind. Wo? Da. Klöpp. Ich sag Stopp. Stopp. Kleiner Frechdachs. Passt. Stopp. Böse? Nee. Wir suchen jetzt was raus, tatsächlich. Was nehmen wir denn? Spinnerin passt. Nein. Oh, hoffen wir mal, dass sie das niemals sieht, was wir hier gerade treiben. Aktiv passt. Ja. Aktiv und, aber das passt irgendwie nicht. Die Frisur muss geändert werden. Die Frisur muss auf jeden Fall geändert werden. Und warum ist das Kind so dick? Ist halt gut ernährt worden. Und direkt ab ans Gerüst. Ja, es passt irgendwie, ne? Die Frisur geht gar nicht. Müssen wir sie direkt mal umdekorieren. Das machen wir natürlich hier drüben. Unterm Fernseher. Plan, ne? Nee. Doch. Ja? Ja. Okay, machen wir das mal da. Ja, wir sind mit dem Rudel da. Was passiert denn, wenn ich das Kabel hier durchknipse? Dann höre ich nichts mehr. Cool. Dann knipse ich dir aber auch irgendwas durch. Ich wette, einigen anderen ging es gerade genauso wie dir. Und ich glaube, einige andere haben das gleiche gemacht wie du. Nicht machen. Das macht den kleinen Jesus traurig. Dann machen wir einfach mal morgen weiter, oder? Übermorgen? Oder wann war das? Niemals. Niemals, okay. Okay, bis dann. Tschüss.